Hola, señores und señoritas und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Ja. Da würde ich sagen, Leute, gerne liken, wenn es dir gefallen natürlich. Also die letzte Folge war auch sehr, sehr krank. Ja, mit dem Überfall, mit der Rettung von Alejandro, dem Bruder von Espada. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir erstmal jetzt kurz zu Alejandro und sagen es mal oder fragen mal nach, wie es ihm geht. Klar, Alejandro, was ist los, Bruder? Sprech mit mir. Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Du und Camila hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Gracias. Vater Pietro aus Verdera hat sich gemeldet. Er hat die Machete von Papa. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Papa ist meinetwegen tot und ich kann noch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Dani. Bitte. Ah, shit. Also ist Carlos echt gestorben, ja? Klar, man hat es schon gesehen mit der Explosion vom Pferd, aber es kann ja irgendwie auch sein, dass er es überlebt hat. Ich weiß nicht wie, ich kann es mir auch nicht erklären, aber er muss doch überlebt haben. Carlos war eigentlich so eine coole Figur, muss ich sagen, in Far Cry 6. Schade, dass er gestorben ist, Leute. Ich hoffe, er wird doch irgendwie zurückkehren in irgendeiner Art und Weise, aber das wäre auch schon ein bisschen unrealistisch, ne? Weil man hat auch gesehen, er ist in die Luft geflogen mit dem Pferd, mit der Bombe, also... Aber, ja, die Hoffnung stimmt wohl zuletzt, ne? Ich hoffe, dass er noch irgendwie leben sollte, man weiß ja nie. Dann würde ich sagen, Leute, ruf jetzt mal ein Heli und fliegen wir dann erstmal Richtung, der Machete, zum Priester und... Ja, mal sehen, wie es wird, Leute, ne? Ich hoffe aber auch irgendwie, dass wir jetzt José töten können, uns rächen sollen, weil José ist auch schon ein richtiger Vollidiot, muss man sagen, ne? Okay, würde ich sagen, Leute, let's go. Fliegen wir los. Ist voll schön hier. Alter. Clara, wir sind direkt in eine Falle getappt. Carlos ist tot und seinem Sohn Alejandro geht's ziemlich dreckig. Dani, du darfst diese Familie nicht zerbrechen lassen. Wir brauchen die Monteros nicht nur, um José dran zu kriegen. Wir brauchen sie, um Esperanza einzunehmen und seinen Onkel Anton zu stürzen. Sieh, Clara, ich krieg das hin. Okay, ich glaube, wir dürfen noch nicht so hoch fliegen, weil mit dem Heli, wir müssen da in einer gewissen Höhe bleiben. Dann machen wir es mal und genießen wir erstmal die Aussicht hier. Ich hoffe, es gibt hier keine Luftkläranlage, die uns gleich abschießen wird. Ich hoffe mal, dass wir hier sicher bleiben. Ja. Okay, dann let's go erstmal. Ich hoffe, der Priester ist nett zu uns und ist auf unserer Seite. Ich glaube, der ist auch auf der Seite von den Castillos, oder? Wir werden aber gleich mal sehen, wie es wird, Leute. So, würde ich sagen, wir springen in 3, 2, 1. Ah, das passt sogar mit der Zahl. Let's go, Leute, aufspringen! Die scheiß Flugabwehranlage, die müssen wir auch noch kurz zerstören, muss ich sagen, ne? Also, ich würde schon gerne hier auch ohne Probleme rumfliegen und ohne Angst, ne? Okay, dann würde ich sagen, erstmal kurz sinken, müssen gleiten hier uns erstmal. Ja, da ist unser Heli. Ciao, Heli, wir hören uns. Dann hoffe ich mal, dass der Priester uns gut gesinnt ist, ne? Weil sein Glockenturm wurde abgeschossen bestimmt von diesem Castillo-Idioten, also... Boah, Glockenturm anzuschießen ist auch schon ein bisschen frech, oder? Weil Glockentürme sind ja in so welchen Dörfern ja auch was Heiliges, ne? Schon echt krass, dass er sowas macht, Alter, dieser José. Eieiei. Hola, hallo an alle. Ich hoffe, es sind gerade alle ein bisschen, sage ich mal, ängstlich auf der Straße. Weil, ich meine, hier gab es einen Überfall, hier wurden einige Leute erhangen auch und abgestochen und ich hoffe, die haben nicht alle so sehr Angst, Alter. Für den richtigen Kunden. Ja, ganz genau. Sie habe ich gemeint. Schöne Sachen, aber ich kann nicht kochen. Ja, wir hören uns. Tschüss. Ist sogar eine Kirche. Das ist sogar echt eine Kirche und der José hat einfach alles gefühlt zerstört. Klar, wir waren oben, haben... ja, ihn versucht abzuschießen mit der Sniper, aber... Ah, ja, ja, ich weiß nicht ganz, ne? Hallo Priester, was geht's? Kann ich dir helfen? Na klar. Sind Sie Padre Pietro? Sie. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Lang ist's her. Es tut mir leid. Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. Ich markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Das ganze Chaos tut mir leid. Das tut mir auch leid, also... Löwe von Yara, Sohn unseres Präsidenten. Heute möchte ich mit euch über eine große Seuche sprechen, die unser schönes Land befallen hat. Die Seuche hat einen Namen. Libertad.
Während diese Terroristen sagen, wir stünden für Liebe. Och, sei doch leise, Bruder. Der labert wieder so viel Müll, ne? Das ist unglaublich. Wie sind die solche, sagst du? Ja, ach, halt's mal, Bruder. Der labert zu viel Müll. Soll wir jetzt dann Quarzo einsteigen? Und dann, ja, ab zu Carlos Machete. Ich hoffe, das werden wir noch bald finden. Aber ich bin der Mann, dass er noch lebt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so wegstirbt. Er lebt bestimmt irgendwie noch. Er muss einfach noch leben. Danny. Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Im Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Naja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu, zu vergeben, Marco. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich von niemandem erwarten. Auf jeden Fall. Ist ja gut gesagt, Danny. Uiui, nein! Wie geht's dir? Gut, danke. Ey, ich dachte, dort wäre die Straße. Ich Vollidiot. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Alla, alla, an alle erstmal. Können wir jetzt durchdüsen oder? Uiuiui, das ist ein bisschen zu viel, was ich gerade mache. Okay, wir sind jetzt gerade so angekommen. Noch heile. Ja, mit Fleisch und Blut. Dann holen wir mal die Machete von Carlos zurück, Alter. Von diesen Soldaten. Hallo. Zeigt euch die Knechte. Laracha, wir müssen hier lieber leise sein. Uiuiui. Was geht, Bruder? Ja, dann schauen wir mal ganz kurz hier rein und mal sehen, wo diese Knechte sich doch befinden. Nein! Shit! Das war nicht gewollt, Leute. Das war gar nicht gewollt. Bam! Hör mal, mach jetzt ab! Oh shit, das sind sie überall! Die sind überall! So, was ist das denn? Alter, von den Schädel rein! Eisenmachritzum! Also ist er wirklich tot, ja? Ist Carlos wirklich gestorben? Ich kann es mir nur nicht vorstellen, Leute, er kann nicht sterben! Ihn habe ich voll gemocht als Charakter, Alter! Bam! Nicht heilen, ich wollte mich nicht heilen, aber warum heilt sich Daniel mit Tesafilm? Ist auch egal, Leute! Nimm die Waffe raus, Danny, bitte! Bitte, mach das, was ich will! Das ist eine Kiste, sehe ich gerade! Was ist das denn? Hier Krokodilshaut und eine neue Waffe, MP Effects! Also MP Effects! Cooles Wortspiel, aber... Aber die Waffen nehme ich gerne mit! Lass go abholen, du Bastards! Können wir hier noch reingehen oder so, weil vielleicht noch was klauen oder so, irgendeine wichtige Waffe für die Mission oder für Daniel einfach, das wird mir sehr, sehr freuen. Ja, aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Okay, schade. Schade, schade, Schokolade, entkomme aus dem Kampf. Können wir jetzt Schnellreise machen oder ich glaube noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Nee, nee. Geht nicht, okay, schade. Dann schnell raus erstmal. Entkomme aus der Kneipe, la racha. Machen wir, Leute, schnell, schnell! Nix wie weg hier, Bruder. Auto, kannst du bitte fahren oder bist du zu langsam? Ich bring dich nach Hause. Alles klar. Alejandro, ich hab sie. Oh, scheiße. Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einer Montero gehören. Und das wird sie auch. Gracias, Danny. Du hast getan, was ich nicht konnte. Bis bald. Gerne, aber... Aber ich frag mich immer noch, warum der Alejandro erhängt wurde. Ich meine, er ist... für Castillo oder haben die bemerkt, dass er ein Montero ist? Ich weiß nicht ganz, ne? Also, er hat ja denen auch geholfen in der Wissenschaft. Da frage ich mich, warum dieser José ihn erhängen wollte. Es ist irgendwie mir nicht ganz schlüssig. Ist auch egal, Leute. Hauptsache ist jetzt bei uns. Hauptsache müssen José jetzt töten. Das ist die einzige Hauptsache hier. Dann würde ich sagen, Leute, würde ich sagen. Geht's immer noch nicht mit Rückreise? Okay. Dann warten wir mal ein bisschen und fahren ein bisschen durch die Gegend. Oder wir fahren einfach eigenständig hin, ohne auf Schnellreise zu warten, würde ich sagen. Geht gar nicht während einer Mission. Was ist das denn bitte? Nein, die haben uns gesehen. Fahr, Danny, fahr, bitte, fahr. Bist du weg hier, Bruder? Eieiei. Hört doch auf, die Straßen zu laufen. Ich muss hier durchfahren, Leute. Meine Güte, es ist so schwer zu verstehen. Fahr, Danny, fahr. Oh, nein. Oh, Leute, jetzt fängt das wieder an hier mit der Scheiße. Wo wir von allen Seiten angebumst werden. Weg mit dir. Hey! Oh! Ja, das Auto nehme ich liebend gerne dank Kens an hier.
Fahren wir das. Schnell. Okay, breite Straße, aber durchdüsen hier. Und dann hoffe ich mal, dass wir auch bald den José erledigen können, ne? Weil der ist mir schon ein Dorn im Auge, dieser Bastard. Ein ganz komischer Typ. Und ich glaube auch Anton Castillo mag ihn auch nicht so ganz, weil wir haben auch gesehen, dass sein Sohn ja auf ihn geschossen hat und der Vater meinte auch, schieße auf ihn selber, er soll weglaufen. Also die Familie ist schon ein bisschen geistesgestört. Und hier ist sogar noch eine, ja, Kontrollpunktsgebiet. Dann, ja, haben wir jetzt unseren Spaß hier. Hallo. Der Alarm muss weg. Der Alarm muss weg, genau. Ich hab jetzt genug davon. Nein! Kann man das nicht kaputt schießen, Leute? Ah, es geht sogar doch, let's go. Sehr gut. Bam! Mein Kontrollpunkt hier. Pistole rausholen. Ach da! Boah, die Waffe ist stark, Leute. Die Waffe ist übelst strong, Leute. Wirklich strong. Junge. Die macht wirklich Damage. Hat ein geiles Design. Und, Alter? Sieht smooth aus. Das ist das hier. Bei. Lad nach, Dani. Guapo, greif an! So, Brandy, du Bastard. Bisschen Flash-Grenier. Ey, bist du gestört? Stirb, Bruder. Guter Mann. Priorité, Bruder. Bam! Macht aber Spaß, hier zu kämpfen, muss ich sagen. So, wo ist jetzt hier die Schlüsselkarte? Die würde ich gerne einstecken hier. Oder habe ich sie schon bekommen? Die Selfie loot sich gerade. Kurz mal einstecken. Her damit. Scorpus ist gestorben. Okay, schade. Schrott mitnehmen. Schießpulver. Okay. Ah, du bist lieb sogar. Okay, let's go. Aber ist es jetzt unseres? Oder ist es jetzt immer noch von den Idioten? Ach, das umfährt sich gerade. Bastard. Alter. Bleib unten. So, jetzt aber, oder? Hier war ja dieser General. Wo ist die Schlüsselkarte? Ah, nee, wir müssen immer das zerstören, die Werbetafel. Stimmt, da war ja noch was. Geht es so? Ah, Tatsache, das geht sogar. Let's go! Viva Libertad! Geil. Das will ich sehen. Okay, dann würde ich sagen, Leute, jetzt schnell zu Alejandro. Warum kann ich keine Schnellreise machen, Spiel? Ist doch blöd. Ist doch sehr blöd, Bruder. Boah, ich fahre so scheiße, ne? Das ist so schlimm. Aber egal, Leute, die Machete ist da. Wir gehen jetzt erstmal zu Alejandro und übergeben es ihm. Und wie gesagt, ich glaube, Espada wird es bekommen hier alles. Oder Alejandro selber. Wer weiß, wer weiß. Einfach als Mann oder so. Ich denke, die haben noch so alte Traditionen, wo der Mann irgendwie den Erbe antreten muss. Aber ich wäre dafür, wenn es Espada tragen würde. Weil Espada ist eine gute Kriegerin. Sie ist knallhart und sie kann auch bestimmt besser kämpfen als Alejandro. Bestimmt. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Su siembra. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon. Sein Vater wird beerdigt. Carlos für Alejandro? Ein Scheißtausch. What the fuck? Alejandro. Das war genug. Geh. Espada, er ist dein Bruder. Ja, nicht deiner. Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich habe Infos zu General José. Ich gebe dir seine Tenientes. Por favor. Ihr braucht neue Uniform, Compais.
Ah. Da hat die Espada irgendwelche Maulwürfe eingeschlichen oder die wollen von sich aus uns helfen, um José zu stürzen, diesen Vollidioten. Okay, aber krass. Carlos ist wirklich tot. Guapo erzeugt auch ein bisschen Respekt erstmal. Dani, hier ist Clara. Süß, Guapo. Sehr süß. Machst, hör auf damit. Una nueva operación? Eine Chance, den Löwen in seine Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza. Ich schicke dir ein Bild von Libertad-Unterschlupf. Wenn du zu einem Guerriero kommst, der Wache schiebt, frag nach der Nachtschicht. Was, der Nachtschicht? Gut, Clara. Ich bin unterwegs. Okay, alles klar. Das verlorene Paradies. Wir haben jetzt zwei Missionen vor uns. Eine für Alejandro und eine für Espada. Was will Alejandro von uns? Das Lager beachtet mich nicht, also habe ich es observiert. Alle versuchen, José Castillo umzulegen. Okay. Aber sie arbeiten nicht zusammen oder planen etwas. Ich kenne José, dieses Arschloch. Um den zu erledigen, musst du zuerst den Luftraum zurückerobern. Zerstöre seine Flakstellungen, dann kann er dich nicht... Das hatte ich eh schon, glaube ich, vorgehabt, ne? Machen wir einfach, Leute, schnell. Das zerstören hier und dann zurück zu Espada gehen. Und dann sollten wir den José ein für alle Mal den Gar ausmachen. Wir müssen zwei sogar zerstören, okay. Also eins hier und eins hier oben. Okay, machen wir, Leute. Oder? Was sagt ihr? Machen wir. So, Heli rufen. Und dann nix wie dort. Wir haben jetzt noch einen Supremo am Start, deswegen können wir eins, glaube ich, einfach so wegsprengen. Und den anderen müssen wir einfach so mit, ja, einer Granate, mit Dynamit einfach wegsprengen. Also, ist machbar. Da würde ich sagen, let's go, Leute. Düsen wir los hier in die Lüfte von Yara und holen uns die Knechte. Let's go, Mann. Aber ich muss sagen, ich mag Alejandro, muss ich sagen. Also, er ist ruhig, ihm tut's auch ein bisschen leid. Ist ja klar, sein Vater ist gestorben wegen ihm. Das wollte niemand. Echt niemand bestimmt. Also ich gebe ihm keine Schuld, aber dass er für Castillo arbeitet, ist schon auf jeden Fall eine Sünde an sich, aber wenigstens hat er es eingesehen und wenigstens wird es auch nie wieder tun, ne? Sie fliegen durch gesperrten Luftraum. Nee, alles gut, Bruder. Ich. Das ist gewollt. 3, 2. Ich spiele mit dem Feuer, ich weiß, ich spiele mit dem Feuer! Runter! Boah, das war echt ein heißer Tanz gerade. Wäre ich jetzt gestorben oder. Egal. Einfach so landen, kurz und ein bisschen die Landschaft genießen hier wieder. Aber die Weitsicht, ne? Zu wild, Mann. Zu wild. Ah, schön, Alter, von oben. Falsch im Springen. Muss ich auch mal irgendwann machen, Leute. Ich hab zwar krasse Höhenangst, aber ich würde es gerne mal machen, Alter. Das wäre so ein Traum für mich. Da gibt's eine Flugabwehrkanone in der Nähe eines Flugplatzes. Ich seh's, ich seh's. So relativ klein, also ist machbar, ist sehr machbar, Leute. Ich hoffe, die haben noch einen Flieger hier irgendwo, weil ich werde jetzt ungern die ganzen Meter fahren, aber es scheint gerade so zu sein, dass wir doch fahren müssen. Okay. Wie ihr wollt. Hallo, ihr Knechte. Papa ist hier. Bam! Es folgt der geile Entrance hier. Frust das hier! Bam! Hol sie den Guapo, let's go, ey. Bleibt doch hier, meine Süßen. Bisschen Feuer, bisschen Lagerfeuer spielen. Wie wär's damit? Yeah. Brennt nieder. Du bist der Erste, du bist der Zweite. Ich liebe die Pistole, Leute. Das ist voll geil, die Pistole. Alter. Du bist stylisch. Stirb, Bruder. So, können wir das mit einem Dynamit wegsprengen? Ich hoffe, das geht. Tablamo. Ah. Eine Kanone weniger. Ja, das geht sogar. Das freut mein Herz wirklich sehr. Flugzeug, landest du oder? Nee, es fliegt leider weiter. Habt ihr ein Auto wenigstens irgendwo oder? Ah, nee, das ist ein Heli. Oh. Oh. Die Pistole ist affengeil. Jetzt weg, schnell, schnell. Schnell, Donny, schnell, schnell. Flieg in die Lüfte, schnell, Dani, sonst sterben wir. Tschüss, ihr Wichser. Okay. Abwehranlage 1 ist erstmal weg. Und jetzt noch das zweite schnell. Und dann zurück zu Espada, zurück zu Alejandro. Und dann nehmen wir zum Finale gegen José. Und dann können wir auch ihm endlich den Gar ausmachen. Und ja, ihn endlich töten hier. Boah, das ist echt schon schön hier, ne? Also man kann sagen, was man will. Dort ist die Stadt, glaube ich. Dort, wo Castillo herrscht.
Können wir schon dorthin reisen eigentlich? Oder ich glaube, es ist aber zu stark, ne? Wenn wir dorthin gehen, ich glaube, das wäre der Tod für uns, wenn wir dort einfach zu Esperanza gehen. Wir können sogar schon reingehen, oder wie? Das verlorene Paradies. Präsident Castillo hält eine Ansprache zum Jubiläum. Wir können sogar echt reingehen. Okay, das ist schon mal eine krasse Sache hier. Aber ich denke, die Typen dort sind richtig auf Crack. Die werden bestimmt übelst krasse Waffen haben, die machen bestimmt übelst viel Damage. Ich bin da doch lieber ein bisschen zurückhaltender, was das Gebiet anbetrifft. Das machen wir doch erst später, würde ich sagen. Außer wir müssen wirklich hin mit der lieben Clara. Aber erstmal José umbringen uns. Ja, dann zurück zu Esperanza. Oder zurück zu Clara, meine ich. Anabinga. Anabinga. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Shit, jetzt! Ich suche nach der Flugabwehrkanone. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Ich werde es auf jeden Fall sein. Lieber Alejandro. So, dann würde ich sagen, wir müssen die Zeit hier wieder genießen, wie man es kennt, in den schönen Bergen hier. Es ist bestimmt voll entspannt, ne? Einfach so abzuhängen hier vom Fallschirm. Aber wir müssen zu warten. Ah, warte mal. Ist ja ein sehr, sehr guten Spot, hier sehe ich gerade, hier auf dem Berg. Aber leider keine Sniper, ne? Schade. Das wäre schon echt geil, so der Sniper. Wir machen es aber mal ganz geschickt hier. Scheiße. Bam! Bitte. Erledigt. Sehr geil. Ihr Vollidioten. Kann man hier auch das abfackeln oder geht das nicht mehr? Weil damals bei Far Cry 3 konnte man wirklich alles abfackeln, was man gesehen hat. Da konnte man sogar Wälder abbrennen, Gräser. Das hat sich alles dann verteilt. Zugang zum Computer verschaffst, kannst du die Standorte aller Flakgeschütze im Westen sehen. Oh, okay. Aber das Ganze ist mit Schlüsselkarten gesichert. Du musst einen Weg hineinfinden. Ich bin dran. Okay, das ist mal eine interessante Sache. Hier, stirb erstmal. Dann ab zum Bunker. Nein! What are you doing, bro? Bleib bei mir! Renn nieder. Let's go hier. Ist es sie oder wie? Einsame. Ah, hier ist Uran drin, Leute. Uran auch wichtig jetzt mal für Juans Sache. Wir müssen mal echt mal ein neues Supremo kaufen. Aber ich finde das jetzige Supremo nicht voll ausreichend. Der Bunker ist dort. Ich dachte, der wäre hier, aber wir haben ja trotzdem ein bisschen Uran gefunden. Also auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Ne? Schatzsuche aufgedeckt, auch sehr, sehr geil. Dann würde ich sagen, suchen wir erstmal ein Auto und dann geht dort hin einfach zum Bunker. So, dann schnell zum Bunker erstmal. Eieieiei, lass mich in Ruhe! Geh Wasser, lass mich in Ruhe hier, lass mich in Ruhe! Ich habe nichts getan, ich habe nichts getan! Da ist es! Oh, scheiße! Oh, die sind stark, Leute! Die sind sehr stark! So, bam! So, weg damit erstmal und dann noch zum Bunker währenddessen. Also, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sehr, sehr geil. Eieiei. So, bam. Bunker, ich komme schnell, Dani, schnell, lauf! Nein, ich hab mein Uran vergessen dort. Scheiße. Das muss ich doch gleich nachholen, Leute, muss ich sagen. Eieiei, so schnell in den Bunker rein. Was ist, wenn hier so schön ist? Den unterirdischen Bunker. Ich muss den Haupt-Serverraum finden. Wo bin ich hier gelandet, bitte? So, kurz an Rauchen, Dani, schnell, renn rein! Renn, Dani, renn, 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 Dani, renn! Oh, Alter, was für ein MP ist das denn, Alter? Nehme ich gerne mit hier. Ist hier jemand? Oh, das ist sehr, sehr groß. Wo bin ich hier bitte gelandet? Scheiße! Nö, tut er nicht hier. Tut er mit! Bam! Alter, das ist geil. Ich hoffe, du bist gut, Erzähler, Dani. So, alles looten hier schnell. Discords lesen, sehr schön. Und wo ist jetzt das, was wir brauchen? SMG gefunden, auch sehr, sehr geil bestimmt, die Waffe.
Ah, da vorne ist das, aber ich würde jetzt mal kurz mal alles schauen. Alles mal erstmal looten hier. Eieiei. Was ist das hier? Och, Bros and Sisters. Lass mich in Ruhe doch bitte. Ah, hier. Schnell, 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 Donny, schnell. Oh. Jetzt, glaube ich, verteidigen erstmal, oder? Einfach hier chillen und warten, bis die hier kommen, diese Knechte. Schnell, Donny, schnell. Weg damit. Willst du niemand sehen hier, die Scheiße? Nein! Bam! Oh, was war das für ein geiler Move? Das war gerade ein bisschen ungewollt, aber der war affengeil. Holy crap. Ich höre... Oh, Junge, hast du gerade erschrocken, Alter! Junge, scheiße, die kommen jetzt auch noch, die Kastier-Spezialeinheiten. Schnell, Computer, schnell! Guapo! Nicht Guapo! Oh, 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 oh! Oh, let's go, wir haben es geschafft, glaube ich. Nichts wie raus hier. Nicht. Raus aus dem Bunker! Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang, oder? Schlüssel benutzen, woher, wie... Oh, 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 oh. Ich hab's auch gesehen hier. Nur gerade so gesehen, Alter. Du Bastard, frisst dich damit, du Idiot. Wir hören jetzt eine Helle, du Idiot. Ja, jetzt bist du tot, sehr schön. Lauf, lauf, Dani, lauf! Ich bin so auf Crack, ne? Oh, Ausgang, Freiheit. Renn, Donny, renn, Donny, renn! Ich seh nix! Ich seh nix! Ich seh was, ich seh was! Sublimo! Bam! So, weg mit euch, das ist sogar ein Kontrollpunkt, scheiße! Mein Heli! Mein Heli! Hör auf mich zu treten, du Idiot! Mein Heli! Mein Heli, mein Heli, mein Heli, mein Heli, meins, 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 meins! Nein, nein! Einfach fliegen, Bruder, einfach fliegen! Ein bisschen fliegen, einfach weg hier, schnell! Jetzt wir raus hier, Bruder, schnell! Wo lang fliegen wir? Ich will dort lang fliegen, Bruder! Ich muss hier lang fliegen! Ich muss hier lang fliegen! Hey, ich habe das Radar zerstört. Alter, gerade so noch geschafft! Wir haben es geschafft, Leute! Sehr... sehr geil. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal Schluss dann in der Luft und dann werden wir in der nächsten Folge dann zu Espada gehen und den José einfach einmal besiegen. Dann würde ich sagen, Leute, liken, wenn es dir gefallen hat. Moment, Leute. Hast du Stunk im Lager oder sowas? Nein, noch nicht. Komm einfach her, okay? Ich habe hier einen Notfall. Einen medizinischen. Oh. Sozusagen. Einen medizinisch-mechanischen Notfall. Okay, dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.